Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es um das Thema Druck. Jeder kennt Druck, ob von der Arbeit, der Freundin oder dem Autoreifen. Auch in der Prozessmesstechnik spielt Druck eine große Rolle. Um den richtigen Drucksensor für die Anwendung herauszufinden, müsst ihr 5 Dinge beachten. Was wollt ihr messen? Klar, Drucksensoren messen den Druck. Hier gibt es aber 2 verschiedene Systeme. Die Druckmessung zur Messung des Prozessdrucks oder des hydrostatischen Füllstandes oder die Differenzdruckmessung zur Messung des Durchflusses, zur Filterüberwachung oder auch des Füllstandes. Den eigentlich zu messenden Druck. Was ist der höchste, was ist der niedrigste Druck im Prozess? Daraus ergibt sich der Messbereich, den der Drucksensor abdecken muss. Wollt ihr im Vakuum, also mit einem Absolutdrucksensor, oder bei Umgebungsdruck mit einem Relativdrucksensor messen? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut euch einfach das Video unserer beiden Kollegen an. Temperatur. Was ist die höchste, was ist die niedrigste Temperatur im Prozess? Ist der Sensor vielleicht kurzfristig hohen Temperaturen ausgesetzt, wie beispielsweise durch SIP oder ZIP-Reinigung? Welcher Prozessanschluss wird benötigt? Wo wird der Sensor eingesetzt? In einem Tank? In einer Rohrleitung? Braucht ihr ein Flansch, ein Gewinde oder einen Hygieneanschluss? Das Medium. Soll der Sensor ein Gas oder eine Flüssigkeit messen? Ist mit Verschmutzungen zu rechnen oder ist das Medium vielleicht chemisch aggressiv, sodass der Sensorwerkstoff entsprechend ausgewählt werden muss? Ihr seht, dass man sich mit ein paar wenigen Fragen schnell an den richtigen Sensor herantasten kann. Falls ihr euch unsicher seid, meldet euch einfach. Wir schauen uns gerne gemeinsam mit euch an, was für eure Messaufgabe am besten geeignet ist. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.